Kapitel 2 Abschied. 3 Tage später nahe der Küste von Lordaeron. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommash Höllschrei? Er und der Kriegshymnen-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling, wir haben schon lange nichts mehr von Höllschrei gehört. Verdammt, Grommash, wo zum Teufel steckt ihr? Muss was getan werden? Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quests aktualisiert wurden. Klickt auf Quests, wenn ihr mehr über eure Ziele erfahren möchtet. Ja, das braucht man nicht tun. Unten steht ja genau die Hauptquest. Für die Wenn ihr Ehre. einem Peon befohlen habt, Gold abzubauen, transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihnen, in derselben Mine abzubauen, um den Goldertrag zu steigern. Gut, dann machen wir das natürlich. Ihr solltet immer darauf achten, dass genau 5 Arbeiter in der Mine sind, nicht mehr und nicht weniger. Oben rechts seht ihr, wie viel Gold ihr zurzeit habt. Wenn Peons mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Ihr habt gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude Was wir festgelegt. wollen. Wenn die Ausbildung einer Einheit in Bereit diesem zur Gebäude Arbeit, abgeschlossen ja? ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Alles Um klar. einen Sammelpunkt festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert, und markiert die gewünschte Stelle mit Rechtsklick auf den Boden. Genau. Von dem Sägewerk zum Beispiel aus kann man natürlich keinen Wegpunkt setzen. Eine Einheit auszubilden erfordert Zeit. Wenn ihr das Haupthaus ausgewählt habt, seht ihr in der unteren Bildschirmmitte eine Bereit zur Arbeit. Fortschrittsanzeige. Ihr braucht zusätzliche Orkbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. Baue liefern die Oh ja. Versorgung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden könnt. Um einen Bau zu errichten, wählt zuerst einen eurer Peons aus. Um den Holzabbau zu beschleunigen, könnt ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, im Wald Holz zu sammeln. Das mit der Fernsicht haben sie jetzt aber auch sehr schön gemacht. Guckt euch das an. Sieht gut aus. Bereit zur Arbeit. Klickt dann auf der Befehlskarte auf den Button Geschlossen. Was ihr wollen. Ja, die Prolog-Kampagne ist natürlich erstmal, um die ganzen Gebäude, Einheiten und so weiter und so fort kennenzulernen. Also gerade als Anfänger solltet ihr die auf jeden Fall machen. Bildet weiter Grunze aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Ja, das machen wir und danach Die pumpen wir auch weiter Geister sind Grunzer. ruhelos. Und dann geht es darum, Hellscream da unten zu befreien. Kann es natürlich nicht schaden, wenn ich ein paar mehr als 5 Grunzer habe. Mein Leben für die Horde. Arbeit abgeschlossen. So, im Sägewerk seht ihr sehr schön die Upgrades. Die machen wir jetzt aber noch nicht, sondern erst ein bisschen später. Arbeit abgeschlossen. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Forschungen, mit denen ihr eure Truppen verbessern könnt. Wählt eure Kriegswerkstatt aus, um zu sehen, was ihr erforschen könnt. Habe ich doch eben schon. Manchmal hängt der Sprecher echt ein bisschen Mein nach. Leben für die Horde. Gut. Ich pumpe auf jeden Fall weiter Grunzer. Baue auch noch weitere Burrows. Also weiter. Ich hätte vielleicht auch die Kaserne hier ganz unten hinstellen können. Dann hätten die Grunzer nicht einen ganz so langen Weg. Aber okay. So, jetzt auch das erste Upgrade. Mein Leben für die Horde. So, und die ganze Zeit Grunzer im Bau. Jetzt noch das defensive Upgrade, sobald das Gold ausreicht. Jetzt.
Ja, und ich schicke natürlich die ganzen Grunzer schon unten zu Thrall. Jetzt gucken wir uns mal hier das Sägewerk an. Also, richtig nice gemacht. Ich muss sagen, Reforged-Grafik ist einfach top. Was ihr wollen. Gefällt mir sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben. Aber gern. So, mach ich eine Ja. Lockregal, no gleich, cool. Gleich geht's hier unten über die Brücke natürlich weiter. So, da müssen wir hin, denke ich. Mein Leben für die Horde. Gut, Hauptquest abgeschlossen. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommash. Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie Höllschrei gefangen haben, wird es Ihnen noch leid tun. Loktaoga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Wir werden angegriffen, Herr Gold! Ich bin der Kriegshäuptling. So, jetzt haben sie die Brücke repariert. Greifen mich natürlich auch direkt an. Angeschlagene Einheiten immer ein wenig zurückziehen und dann wieder in den Kampf schicken. So, denn Helden und auch Einheiten regenerieren ihre Hitpoints. Helden tun das natürlich um einige schneller als die normalen Einheiten. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Grommash. Ja, das werden wir tun. Also Hellscream befreien. Währenddessen pumpe ich halt die ganze Zeit Grunzer nach. Dass ich hier eine richtig schöne große Armee habe. Also weiter. Umso einfacher geht das Ganze natürlich. Ich spiele natürlich auch wieder auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Die Geister sind. Allerdings merkt man das hier in der Prolog-Kampagne noch nicht so sehr. Hier ist wirklich relativ einfach und sehr anfängerfreundlich gestaltet. Das wird sich später dann allerdings noch ändern. Ja. So. Also. Ach komm, den Tower will ich jetzt aber auch noch klein hauen. Ondabu. Mein Leben für die Horde. Gut. Obwohl es auf dem Schwierigkeitsgrad schwer ist, nur wenig Gegner zu sehen. Da sind mal wieder ein paar. So, und da hinten so ein Gefängniskäfig. Ja. Zuck, zuck. Aber wollen wir mal gucken. Hellscream die wird da noch nicht drin sein. Mein Leben für die Horde. Weiterer Grunt. Niemand wird überleben. Zelte kann man auch kaputt machen, genau wie die ganzen Kisten und sowas. Wenn man Glück hat, sind da halt auch Gegenstände dann drin. Ja. So, zum Bauen einen aus dem Wald, also vom Holzabbau nehmen. Ich bin der natürlich keinen aus der Mine. Ah, da sind auch noch Kisten. Ach, shit, die geil. Weiter geht's. Ja. So, ein einzelner Fudi. Wir brauchen die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh, ein Schamane. Also weiter. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Schamanen auf Level 3 sind einfach der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt oder wenn. Also mit Bloodlust gehen die Einheiten dann ab wie Schmitzkatze. Gerade wenn man zum Beispiel den Blader spielt. Der dann mit Bloodlust. Da geht's richtig ab. Also weiter. Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt.
oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Eure Armee ist so groß geworden, dass ihr ein gewisses Einkommen braucht, um sie zu unterhalten. Die sogenannten Kosten. Ja. Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie Grommas festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Hellschrei muss befreit werden! Ja, mit so einer großen Armee sind natürlich auch diese paar Tower überhaupt kein Problem. So, und in einem der Käfige sollte Weltschrei sein. Das sag ich auch schon, Weltschrei. Hellscream heißt er. Ja. Grommash, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Haha, wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Ja, und weiter geht's mit Kapitel 3 und ich hoffe, ihr schaut auch da wieder rein. Also, bis zum nächsten Video.